Warum die meisten Männer niemals so erfolgreich mit Frauen werden, wie sie wollen und wie du nicht in diese Falle tappst. Darüber wollen wir heute reden. Schön, dass du wieder da bist. Hier am Freitag. Ein geiler Tag. Ich bin nachher feiern. Du bist vielleicht nachher feiern. Halloween. Da ist man viel auf Partys. Und deswegen dachte ich mir, sprechen wir mal über das Thema oder über die eine Sache, die die meisten Männer tatsächlich davon abhält, den Erfolg mit Frauen zu haben, den sie haben wollen. Woher weiß ich das? Ich weiß es deswegen, weil ich das immer wieder in Coachings sehe. Es ist wirklich, also das ist die eine Sache, die wirklich in jedem Coaching passiert. Das eine Ding, was in jedem Coaching ein Problem darstellt. Und ich weiß, wie viele Männer das betrifft. Und wenn die Männer in der Lage wären, diese eine kleine Sache zu überwinden, dann würden sie den Erfolg mit Frauen bekommen, den sie sich wünschen, auf lange Sicht gesehen. Und das Problem ist, dass die meisten Männer einfach viel zu ungeduldig sind, wenn es darum geht, erfolgreich mit Frauen zu werden, wenn es darum geht, sich dieses Skillset, diese Gewohnheit anzueignen. Und ich habe das, wie gesagt, immer wieder in Coachings, wo ich die Teilnehmer danach frage, was ihre Zielsetzung ist. Und dann bespreche ich vor dem Coaching, vor dem Live-Coaching, die Zielsetzung mit den Teilnehmern und komme dann meistens zu dem Punkt, dass die Leute sich eine ganz gute Zielsetzung setzen, also ungefähr eine richtige Vorstellung davon haben, wie lange das denn dauern wird. Und dann bin ich unterwegs mit diesen Leuten und bin, sagen wir mal, in der ersten Woche des Coachings und dann kommen sie auf mich zu und sagen mir bei unserem Coaching-Telefonat, ach Tim, ja, also irgendwie bin ich ja noch nicht an dem Punkt, an dem ich sein will. Und dann sage ich immer zu dem Teilnehmer, ja, schau mal, wir machen das aber erst eine Woche. Du hast jetzt in deinem Leben, keine Ahnung, 10 Frauen, 15 Frauen angesprochen. Entspann dich, das kommt schon. Selbst wenn die Leute wissen, und ich glaube, das wissen wir alle, dass solche Dinge auch ein Prozess sind, dass es Zeit braucht, vergessen wir es doch in dem Moment immer wieder, wenn wir drin sind in der Aktion. Also wenn die Ergebnisse nicht sofort kommen, dann vergisst du, dass es ja eigentlich lange dauern sollte, dann vergisst du, dass du vielleicht erst 10 Frauen in deinem Leben angesprochen hast. Ich habe am Anfang auch Zeit gebraucht, das hinzubekommen. Natürlich ist es so, dass manche Leute es schneller lernen, manche Leute lernen es langsamer, aber hab einfach Geduld. Das ist einfach eine Sache, die braucht Zeit. Die braucht schon mal deswegen Zeit, weil es halt sozial nicht ganz akzeptiert ist. Ne? Ich habe schon mal das Beispiel und ich gebe es nochmal mit dem Fahrrad gegeben. Wenn du jetzt Fahrradfahren lernst, dann sagt niemand zu dir, was, du lernst Fahrradfahren, wie kannst du nur, das ist doch nicht korrekt. Wenn du jetzt zum Beispiel Frauen im Alter kennenlernst, dann wirst du Leute haben, die dich fragen, was, aber das ist doch, die willst doch nur verarschen oder was auch immer. Also du wirst einen Gegenwind bekommen, den du nicht bekommst, wenn du zum Beispiel Fahrradfahren lernst oder wenn du sagst, ja, ich gehe ins Fitnesscenter, sagen die Leute nicht, das kannst du nicht machen, sowas macht man nicht. Offensichtlich sagen die Leute das nicht und deswegen hast du schon allein dadurch in den meisten Fällen einen längeren Weg, weil du dich erstmal daran gewöhnen musst. Ich erinnere mich noch gut an meine Anfangszeit, als ich es gemacht habe, habe ich sehr oft daran gezweifelt und du kannst dich vielleicht auch damit identifizieren, ist es hier das Richtige, darf man das überhaupt, wollen das Frauen überhaupt, wollen die überhaupt angesprochen werden und lass mich dir aus meiner mittlerweile 8-jährigen Erfahrung als Coach, aber auch als Mensch, der viele Frauen angesprochen hat im Alltag sagen, ja, die Frauen wollen das immer, alle Frauen werden immer alle Frauen begeistert sein davon? Nein, das werden sie nicht. Das sind nun mal die Rückschläge, so würde ich es nicht mal nennen, aber ich nenne es jetzt mal so, die man einstecken muss. Und glaub mir, wenn du einfach dranbleibst, wenn du kontinuierlich dranbleibst, wenn du einen Tag, wo es nicht so gut läuft, als einen Tag siehst, wo du vorangekommen bist, dann wird es keine Probleme geben und du wirst zu deinem Ziel kommen. Und ich weiß wirklich, dass das der Punkt ist, der die meisten Männer aufhält. Und vielleicht schaust du einfach mal bei dir selbst, jetzt wo du hier das Video schaust, ne? Das kannst du ja durchaus nutzen, schaust einfach mal bei dir selbst, wie ist denn das bei dir? Bist du da geduldig? Bist du ja ungeduldig? Hast du das Gefühl, du kommst da voran? Hast du das Gefühl, du kommst da nicht voran? Oder hast du vielleicht das Gefühl, ich würde sowieso nie an diesem Punkt ankommen? Ich könnte das niemals schaffen. Andere können das, aber ich nicht. Nein, du kannst das auch. Jeder kann seinen Erfolg mit Frauen verbessern. Was ich dazu sagen muss, und ich habe das schon mal gesagt, kannst du den gleichen Erfolg mit Frauen kriegen, den ich vielleicht habe? Vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht. Na, jeder beginnt von einem anderen Standpunkt. Und du wirst vielleicht nie den Erfolg kriegen, den ich habe, aber du wirst einen Erfolg kriegen für dich, wo du dir denkst, geil, mein Leben läuft, das Frauenthema läuft. Sehr gut. An diesen Punkt kannst du kommen. Aber du musst dir halt dessen bewusst sein, dass es ein Prozess ist. Na, es gibt immer Tage, also ich habe immer mit meinem Coaching-Teilnehmer Wochen, ich begleite die über mehrere Wochen, Wochen, wo die einfach nicht laufen. Wo der Coaching-Teilnehmer dann kurz vor der Verzweiflung steht. Und dann ist es natürlich meine Aufgabe als Coach, ihm das Ganze wieder in einen größeren Rahmen einzubetten. Im Sinne von, schau mal, das ist der Gesamtrahmen. Das hat seinen Sinn. Diese schlechte Woche hat seinen Sinn im Gesamtprozess. Und dann ist die nächste Woche wunderbar und er freut sich und denkt sich, ach, oh mein Gott. Und die andere Woche ist schon längst wieder vergessen. Und das ist ja bei allen Sachen so. Das ist ja jetzt bei jedem längeren Prozess, so, ob du jetzt gesund essen willst, ob du dich fit machen willst und keinen Marathon laufen willst, ob du studierst oder was auch immer du tust oder auch eine Ausbildung. Das sind wahrscheinlich so die Dinge, in denen die meisten von uns schon mal irgendwie drin gesteckt haben. Das ist ja auch ein Prozess. Du musst jeden Tag, musst du
da wieder hinkommen, musst wieder erscheinen sozusagen. Und du kannst diesen Prozess einfach nicht verkürzen. Also solche Prozesse wie Studium und Ausbildung kann man tatsächlich verkürzen, aber so einen Prozess kannst du einfach nicht verkürzen. Entweder du hast in deinem Leben schon in die richtige Richtung Schritte unternommen, als du vielleicht jünger warst, ne? Diese sogenannten Naturals, die es ganz natürlich können. Die können das auch nicht ganz natürlich, die haben halt früher viel mehr kommuniziert als wir. Die haben das früher schon gemacht. Nicht unbedingt bewusst, ne? Ein Sechsjähriger ist jetzt nicht auf die Straße gegangen und hat Frauen angesprochen. Aber ein Sechsjähriger hat vielleicht früher schon viel mit Frauen in der Schule ein bisschen gespielt, geflirtet. Das hast du vielleicht gar nicht mitbekommen. Aber da hat er seine Fähigkeiten entwickelt, deswegen kann er das jetzt. Deswegen ist er ein Natural. Ne? So was wie ein Natural gibt es an sich überhaupt gar nicht. Die haben irgendwo halt das Ganze gelernt. Und wenn sie es in ihren Familien gelernt haben, weil die sehr sozial waren, irgendwo haben die das Kommunizieren gelernt. Irgendwann mussten die auch mal durch diese Schritte durch. Die mussten auch mal Geduld haben. Auch wenn es natürlich nicht deren spezifisches Ziel war, jetzt besser mit Frauen zu werden. Aber es ist vielleicht dein Ziel. Und deswegen hab einfach Geduld. Das passt, das kommt schon. Die Ergebnisse kommen. Du wirst dich wundern. Die nächste Frau, die du ansprichst, könnte deine Partnerin sein, könnte die nächste Frau sein, mit der du im Bett landest, könnte die Frau sein, die dir 10.000 Euro schenkt, weil du cool bist. Es kann alles Mögliche passieren. Das ist ja das Tolle. Es passieren so verrückte Dinge und es kann alles passieren und du weißt es niemals. Und wenn es mit einer Frau, wenn du eine Frau ansprichst und sie reagiert sehr schlecht, kann die nächste Frau deine nächste Freundin werden. Das ist alles möglich. Alles ist möglich. Du musst da nur einfach dranbleiben und musst dir die schlechten Dinger nicht so sehr zu Herzen nehmen. Also für mich gibt es gar keine schlechten Gespräche, sondern für mich gibt es halt Gespräche, in denen ich entweder rausfinde, ey, die gefällt mir oder wir passen zusammen, oder ich rausfinde, okay, wir passen nicht zusammen. Und beides ist ein tolles Ergebnis. Entweder wir passen zusammen und ich habe eine coole Frau getroffen oder wir passen nicht zusammen und ich weiß, was diese Frau angeht, Bescheid. Weil wenn ich jetzt eine Frau als Beispiel jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit sehe und ich denke mir, boah, die gefällt mir voll gut, ich würde die gerne ansprechen. Weißt du, dann nervt es mich immer wieder, dann sehe ich die und denke mir so, boah, jetzt mach's doch einfach, boah, was könnte bei uns sein, mach mir irgendwelche Gedanken dazu und nerv mich damit selber. Und dann spreche ich sie halt an und nehmen wir mal an, es funktioniert nicht oder das passt nicht so ganz, dann kann ich ab dem Moment die Energie von dieser Sache wegnehmen und auf etwas anderes, viel produktiveres legen. Und das ist etwas Wunderbares, von daher Ablehnung, das gibt es überhaupt gar nicht. Es gibt natürlich Leute, die einfach rotzfrech reagieren, aber gut. Das gehört da dazu. Ich meine, ich glaube, jeder von uns war auch schon mal in so einem Zustand, wo er einfach mal scheiße reagiert hat. Das ist ja menschlich, das ist ganz normal. Deal with it. Ansonsten wirklich, geh mit Geduld an diesen Prozess. Du, egal an welchem Punkt du gerade stehst, es ist wirklich egal an welchem Punkt du stehst, kannst an einen guten Punkt kommen. Aber es kann sein, dass es für dich spezifisch etwas länger dauert als für andere und da musst du einfach Geduld haben. So einfach ist das. Geduld ist hier ein wichtiger Faktor. Ne? Wenn du diesen ganzen Prozess abkürzen willst, dann kann ich dich zum Beispiel auf diesen Prozess begleiten. Also wenn du einen Coach hast, der dich begleitet, jemand, der mehr Ahnung hat, dann verkürzt sich dieser Prozess für dich. Aber auch du kannst es ohne Coach schaffen, dann ist der Prozess einfach nur länger. Oder vielleicht schaffst du es auch nicht. Also manche Leute kommen einfach nicht weiter. Das ist ein anderer Punkt. Aber generell musst du einfach nur an dem Prozess dranbleiben. Hab Geduld und dann wird es auch für dich funktionieren. Schön, dass du hier warst am Freitag. Übermorgen sehen wir uns wieder. Hier oben links abonnierst du den Channel, wenn du noch nicht gemacht hast. Unbedingt tun und die Glocke aktivieren. Hier unter mir kannst du dich für einen Coachingplatz bewerben. Davon habe ich gerade gesprochen. Und hier unten rechts geht es zu einem Video, wo du noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen bekommst. Unbedingt vorbeischauen und dann in die Handlung treten. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.